Hallo und herzlich willkommen an meiner Wenigkeit, der Sky. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um Nebel, also volumetrischen Nebel. Ihr kennt das Ganze ja vielleicht schon aus der, Unreal Engine 5 halt. Aber nevermind, so könnte das Ganze hier im Hintergrund aussehen und ich finde, das sieht ja schon mal sehr, sehr cool aus. Das können wir natürlich noch einstellen von dem Muster, das können wir einstellen von der Geschwindigkeit oder von der Farbe. Und das hier ist ein erweitertes Material, was ich hierfür nutze. Und wie ihr das erstellen könnt, das zeige ich euch jetzt. Erstmal müssen wir natürlich hier in die Luft gehen und werden jetzt hier oben rechts im Outliner nach Exponential Height Fog suchen. Solltet ihr hier nicht Exponential Height Fog stehen haben, klicken wir hier auf das Plus und werden das Ganze hier einfügen, indem wir letztendlich auf Visual Effects gehen und dann Exponential Height Fog anklicken. Sorry Leute, ich hatte heute noch nicht mal einen Kaffee, es ist schlimm, aber hole ich mir gleich. Nachdem wir das gemacht haben, sind wir jetzt hier in diesem wunderbaren Menü drin, unter Details hier auf der rechten Seite, müssen runterscrollen, bis wir zu dem Punkt Volumetric Fog kommen und müssen hier Volumetric Fog aktivieren. Ich habe hier ein Scattering Distribution Value von 0,0706 circa, pipapo. Das könnt ihr jetzt hier so hin und her sliden, wie ihr wollt. Und was das macht, das schauen wir uns einfach mal hier so direkt an. Zack. Oh, warte, bin ich jetzt hier richtig? Ja, hier. Ihr könnt das damit verstärken, etc. anders einstellen. Es ändert eben, wie das Ganze hier aussieht. Ich muss sagen, mir gefällt eigentlich gerade diese Curry-Farb-Kombo. Nevermind. Als allererstes benötigen wir ein Objekt. Dazu nehme ich jetzt einfach mal, ein Cube. Dazu klicke ich hier oben auf das Plus-Icon, sage Basic, beziehungsweise sage nicht Basic, ich sage Shapes und sage Cube. Nachdem der jetzt in der Mitte meines Bildschirms gespawnt ist, werde ich ihn einfach mal hier auf den Boden setzen, um das Auto zu automatisieren, drücke ich einfach Ende auf der Tastatur und bam, er snappt auf den Boden. Wunderbar. Diesen Cube, den ziehen wir jetzt schon mal ein bisschen größer, dort wo circa mein Nebel sein soll, auch ein bisschen höher, obwohl wir die Höhe nachher in die Material einstellen, so circa. Wir gehen jetzt hier auf der rechten Seite auf Details und werden Folgendes sagen. Es ist ein Static Mesh, also Mobility Static, aber wir wollen keine Kollision. Das bedeutet Collision Presets, klicken wir hier an und sagen No Collision. So, dass wir jetzt hier Play From hier drücken könnten und einfach da durchrennen können. Genau so. Okay, nevermind. Nachdem wir das jetzt gemacht haben, gehen wir in den Content Draw oder in den Content Browser, erstellen uns einen neuen Ordner namens Tutorial Volumetric Fog und werden den Rechtsklick hier reinmachen und auf Material klicken. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir nennen das Ganze M-Vol-Fog-Mat, irgendwie sowas. Und nachdem wir das gemacht haben, werden wir jetzt einen Doppelklick hier drauf machen und das Ganze einrichten. Bei euch sollte sich also hier dieses wunderbare Fenster öffnen. Zuallererst werden wir auf der linken Seite beim Material Domain unter Material statt Surface Volume eingeben. Und wir bekommen jetzt hier in der Mitte eine Fehlermeldung, dass wir hier letztendlich unter Blend Mode Additive auswählen müssen. Und genau das machen wir auch. Hier steht Blend Mode Additive. Also macht einfach das, was da steht. Wir gehen auf Blend Mode hier auf der linken Seite und gehen auf Opaque und gehen jetzt hier auf Additive. Nachdem wir das gemacht haben, haben wir jetzt hier mehrere Optionen. Albedo, Emassive, Extinction und Ambient Occlusion. Ambient Occlusion und Emassive benötigen wir nicht. Emassive, wisst ihr ganz genau, ist einfach, wenn ihr das zum Leuchten bringen wollt. Albedo ist die Farbe und Extinction ist in dem Fall eigentlich nur der Nebel. Also hier könnt ihr letztendlich die Opacity, also die Sichtbarkeit vom Nebel einstellen. Und das Ganze, um das mal zu demonstrieren, könnte ganz einfach sein. Zum Beispiel ziehe ich jetzt hier Albedo raus, gebe Skalarparameter ein und nenne das Ganze jetzt hier Farbe unterstrich 1. Oh, mein Fehler, okay, sorry. Wir gehen auf Albedo, ziehen das raus und sagen Vektorparameter und nennen das Ganze Farbe 1. Der Skalarparameter, der kommt nämlich hier unten bei Extinction. Also Extinction rausziehen, Skalarparameter und das nennen wir jetzt einfach Intensity, weil wir sollen ja Umlaute wie R, Ö, Ü und sowas vermeiden. Also Intensity. Genau, perfekt. Hier sagen wir als Standardwert jetzt 1. Hier oben bei der Farbe sagen wir als Standardwert auf der linken Seite RGBA, also Rot, Grün, Blau und Alpha, also die Transparenz 1, also 4 mal die 1. Da haben wir jetzt hier im Prinzip 4 mal die 1 stehen, wie gerade schon gesagt. Wir klicken auf Speichern, gehen jetzt auf den Content Draw gleich zurück, sobald er das gespeichert hat und dann machen wir Folgendes. Wir werden jetzt hier einen Rechtsklick drauf machen auf M-Vol-Vog-Material, was auch immer. Und sagen hier Create Material Instance.
Das nenne ich jetzt MI Volumetric Fog. Das ziehe ich jetzt hier drauf und wir sehen jetzt, unser Würfel ist auf einmal Nebel. Und wir können durch den Nebel nicht wirklich irgendwas sehen. Und das ist wirklich ein bisschen cool, aber auch ein bisschen blöd. Also sucht es euch aus. Deswegen ziehe ich jetzt mal kurz die Material Instance hier hin. Und jetzt können wir bei Intensity hier jeweils ein Häkchen machen und einfach die Intensity einstellen. Dauert ein bisschen, bis das sich da anpasst, aber ihr seht schon, funktioniert wunderbar. Und wenn ihr einen leichten Nebel in eurem Level benötigt, aber nicht das gesamte Level halt so einen Nebel haben soll, also nur eine lokale Stelle, dann ist das hier der richtige Weg, um das zu machen. Okay, es gibt auch noch andere Wege, die zum Teil auch besser sind, aber das kostet dann zum Beispiel Geld. Zum Beispiel Fluid Ninja, das kostet, ich glaube, 40 Euro oder was nicht im Unranged Marketplace. Das soll übrigens keine Werbung sein jetzt in dem Kontext. Das ist, ich werde auch nicht bezahlt oder so. Das macht dasselbe auch sehr gut, aber es gibt auch vom Unreal Engine, von der Unreal Engine selber eine Option, wo ihr auch so eine Art Fluid-Umgebung machen könnt. Kann ich euch aber nicht empfehlen, ist sehr, sehr unperformant und, nicht so das Wahre aktuell, aber ich hoffe, die werden das noch patchen, ich gehe aber ganz stark davon aus. Jetzt haben wir hier gelben Nebel, das ist ja schon mal soweit ganz gut. Wir wollen aber hier weißen Nebel und zu 100%, denn das ist nicht das Ende des Tutorials. Das hier war die einfache Version. Jetzt kommt die kompliziertere Version, die aber auch cooler aussieht. Wir gehen zurück in unser Material und werden jetzt hier ein bisschen ein paar Sachen hin und her schieben. Zuerst fangen wir ganz hinten an, dass wir die Local Position von uns erstmal raussuchen. Also sprich dort, wo ihr wisst, was eine Local Position ist. Ne? Lokale Position. Ich schätze mal, das muss man nicht erklären. Das ist relativ selbst erklärend. Als nächstes werden wir hier Instance Local Position, also von der jeweiligen Instance, in dem Fall unserem Würfel, rausziehen und jetzt sagen wir hier Subtract, also warte mal, Subtract, so. Das heißt subtrahieren. Dahinter, ich glaube, wir müssen das ein bisschen hier rüberziehen. Dahinter werden wir Divide eingeben und dahinter, richtig, halten wir jetzt mal M gedrückt und machen einen Linksklick, um einen Multiplayer einzufügen. So. Und jetzt machen wir 1 minus, also 1 minus x. Diese Nodes benötigen wir und wir benötigen nochmal einen Multiply. So, jetzt müsste das aber passen. Das sollte bei euch jetzt so aussehen. Macht das gerne mal nach. Ihr könnt einfach einen Rechtsklick machen und in das Suchfeld direkt hier Subtract, Divide, Multiply, 1 minus oder 1 minus x und so weiter. Oder halt Local Position eingeben, das ist sehr, sehr leicht. Als nächstes werden wir hier B rausziehen von dem Subtract, also von der Subtrahierung und sagen jetzt hier Object Local Bounce. Wichtig ist, dass wir hier keinen Vektor meinen, sondern wir wollen diesen Object Local Bounce, diese Node, unter MISC, also unter Verschiedenes auswählen. Nachdem wir das gemacht haben, sieht das Ganze so aus. Local Bounce Minimum ist also mit B verbunden und jetzt benötigen wir Local Bounce Size. Das verbinden wir wiederum mit Divide. Also mit der Dividierung. Jetzt als nächstes, ich hab's gerade ein bisschen im Hals, werden wir den Multiply bei B rausziehen und sagen Skalarparameter. Und das können wir jetzt Fog Height nennen, wenn wir das so wollen. Und unsere aktuelle Fog Height können wir ruhig 0 lassen, spielt keine Rolle, können wir später einstellen. Als nächstes benötigen wir hier bei dem Multiply, werde ich auch so machen, das können wir übrigens alles markieren, jetzt mal hier rüberziehen. So. Bei dem Multiply benötigen wir jetzt die Intensität, also prinzipiell die Transparenz. Eigentlich könnten wir das hier transparent oder, wisst ihr was, wir lassen es bei Intensity, who cares, ich habe ja sowieso alles auf Englisch. So, das verbinden wir jetzt, Multiply verbinden wir jetzt mit Extinction und sind hier unten schon mal fertig. Das wird schon mal cooler aussehen, also aus dem einfachen Grund, weil wir jetzt die Höhe einstellen können. Kurz, um das mal zu demonstrieren, wir klicken auf Speichern und es hat sich nichts verändert, außer dass jetzt das Ganze gleich weg ist. Oder auch nicht. Egal, das macht nichts. Und hier bei Fog Height können wir jetzt verschiedene Dinge einstellen. Aha, hier sehen wir es jetzt schon. Mein Würfel, gut, ich habe jetzt unter Umständen die falsche Seite genommen, das macht nichts, wir klicken auf unseren Würfel und ich mache das jetzt mal kurz hier so, dass wir den um 90 Grad drehen. So circa, perfekt, wir ziehen das Ganze so und jetzt seht ihr schon, das könnt ihr jetzt drehen, wie ihr wollt, dass wir hier auch die Höhe einstellen können und dann halt nochmal die Intensität, ja. Also sprich, dass wir das vielleicht auch nur auf dem Boden oder so haben oder nur im Himmel. Geht alles. So, aber wie auch immer, ich werde jetzt hier nochmal alles wieder auf einstellen, weil wir das gleich nochmal generell einstellen. Wir gehen zurück in unser Material und jetzt kommt Part 2. Und zwar wollen wir dem Ganzen eine leichte Bewegung geben und farblich das Ganze abändern.
Wie machen wir das? Sehr, sehr leicht zu beantworten. Wir gehen auf Farbe 1 und ich werde jetzt Farbe 1 duplizieren, nenne aber hier die untere Farbe 1 jetzt Farbe 2. Also das ist unsere primäre und das ist unsere sekundäre Farbe. Beide soll jetzt letztendlich, oder beide sind jetzt eben weiß. Übrigens, wenn ihr mal das Problem bei Blueprints oder hier halt habt, dass ihr etwas connected habt und das anconnecten wollt, könnt ihr rechtsklicken und dann Break Node Links machen. Oder, einfacher, wir halten die Alt-Taste auf der Tastatur gedrückt und machen einen Linksklick drauf. So, das hier schieben wir jetzt erstmal weg, denn jetzt arbeiten wir in dem Bereich nicht mit Local Position, aber dafür glücklicherweise mit der World Position. Wir geben, also wir machen Rechtsklick und geben World Position ein. Und World Position ist halt einfach nur die, naja, Referenz, dass wir nicht auf das Objekt schauen, wie das skaliert ist, sondern wir gucken auf die Skalierung der gesamten Spielwelt. Und das ist cool, denn damit, oder ich sag mal so, das erspart uns einiges an Qualen. Wir ziehen X, Y, Z raus und sagen jetzt Mask, also wir geben Mask ein und wählen unter Mathematik, also Math Component Mask aus. Hier können wir RG direkt hier auf der linken Seite aktiviert lassen, denn wir benötigen hiervon letztendlich, ja, ich weiß, wir könnten das ja auch anders verknüpfen, aber ich mache das jetzt einfach mal so, wie ich es eben auch gemacht habe. Wir brauchen nur den roten und den grünen Kanal. Und als nächstes geben wir hier, oder drücken die M-Taste und machen einen Linksklick, um einen Multiplier hinzuzufügen, connecten das und geben bei B das Value und jetzt kommt es halt die Size eurer Textur ein. Das mache ich gleich, um euch das mal zu demonstrieren, was ich damit gleich meine. Weil das hier ist die Size eurer Textur, ja, also sprich Text Size. Also die Kanalmitglieder können das ja hier, das ganze Material einfach runterladen in den Community-Beiträgen. Und damit ihr dann direkt schon mal die Beschreibung habt, aber auch damit die Zuschauer wissen, dass das hier unsere Texturgröße ist. Als nächstes ziehe ich das hier raus und tue ein Panner einfügen. Der Panner ist dafür, hört sich komisch an, ich weiß, ist dafür zuständig letztendlich, dass wir eine Geschwindigkeit eintragen können, eine Zeit beziehungsweise so ein Zeugs eben und dann halt entsprechend unsere Textur einer Bewegung oder einer Bewegung hinzufügen können. Als Beispiel für die Star Trek oder, ja, ich weiß nicht, ob es bei Star Wars was auch gibt. Ja, auf jeden Fall für die Fans. Ihr habt letztendlich einen Warpkern und ihr wisst ja, dass das so eine Art Zylinder ist, wo immer so Wolken drin hin und her ziehen. Und letztendlich machen wir jetzt Folgendes. Ich werde hier Rechtsklick machen und ein Texture Sample einfügen. So. Und hier suchen wir uns jetzt eine Textur raus. Bei mir wird das hier zum Beispiel Perl and Noise oder ihr könnt generell hier einfach Noise eingeben und dann habt ihr hier verschiedene Texturen. Und zum Beispiel, lass mich mal cool auswählen. Hier, die sieht eigentlich cool aus. Die habe ich vorher nicht verwendet, aber wir verwenden einfach mal die. Hier unten links steht das jetzt gerade, die heißt T-Noise01. So, und ihr habt in diesem Warp-Kern diese Wolken hin und her die ganze Zeit sichten. Letztendlich könnten wir dafür einfach nur eine Wolkentextur nehmen und mit dem Panner ihm sagen, dass er das Ganze bewegen soll. Als Beispiel, ich sage jetzt Rechtsklick auf Texture Sample und sage Start Previewing Node. Und auf der linken Seite sollte jetzt die Textur angezeigt werden. Jetzt kann ich hier zum Beispiel auch mal einen Zylinder auswählen. Und das hier ist jetzt unser Warp-Kern, okay? Das Ding ist jetzt einfach, das Ding, also hier dieser Nebel oder was auch immer das hier ist, diese Störung tut sich nicht bewegen. Deswegen verbinden wir den Panner jetzt mit UVs und wir sehen, oh, letztendlich gar nichts. Warte mal, wir machen das mal kurz hier drauf zurück, weil die Texture Size zum Beispiel nicht richtig eingestellt ist. Das macht nichts, deswegen geben wir jetzt hier bei Texture Size 0,01 zum Beispiel ein, um jetzt hier eine relativ gute Textur hier wieder zu bekommen. Ja, so ist es gut. So. Nachdem wir das gemacht haben, Ladies and Gentlemen, werden wir jetzt eine Geschwindigkeit hier einfügen. Da sage ich Minimum, oder was heißt hier Minimum? Das ist halt auf der X-Achse 0,1 und auf meiner Y-Achse eine 1. Zusammen ergibt das hier sowas hier. Ja, und jetzt wisst ihr auch, wie man zum Beispiel so einen Warp-Kern machen würde. Wobei ich tatsächlich mit so einem Warp-Kern keine Absolute World Position nehmen könnte. Man könnte es auch so machen. Ihr seht ja, dass es hier auf der linken Seite mal verzogen oder eher gesagt hier auf dieser Fläche. Das könnten wir auch fixen, aber für unseren Nebel ist das jetzt erstmal völlig irrelevant. Nachdem wir das gemacht haben, werden wir Folgendes machen. Wir werden hier eine neue Note hinzufügen. Zieh das mal rüber. Wir ziehen RGB raus und sagen bei RGB Cheap Contrast. Na, Cheap Contrast RGB. Was das macht, das ist auch sehr, sehr leicht. Ich zeig's euch. Ich mache jetzt mal einen Rechtsklick und sage Start Previewing Node. Und ihr seht im Prinzip nur nichts. Wir drücken die 1 auf der Tastatur und machen einen Linksklick, um eine Konstante hinzuzufügen und verbinden die mit Kontrast. Nachdem wir das gemacht haben, fügen wir hier bei 0 eine 2 ein. Und jetzt seht ihr schon, was passiert. Und das können wir jetzt einstellen, wie wir wollen. Bei meiner vorherigen Textur, die ich genommen habe, das war die Textur...
war das Noise Erosion? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall bei der Textur sah das, nee, das war die nicht, sah das wesentlich besser aus. Ich glaube, hier in dem Fall könnten wir jetzt Cheap Contrast sogar uns sparen. Wir probieren es aber trotzdem mal. Resize ziehen wir raus und geben jetzt hier 3-Point Levels ein. Wir drücken die Eingabetaste und das Ganze sollte so aussehen. Als nächstes werden wir hier Farbe 2 duplizieren und nennen das Ganze jetzt hier Settings. Mit diesen Settings, ich weiß, das ist ja im Prinzip nur eine Farbe, aber können wir letztendlich den gesamten Nebel hier kontrollieren von der Farbe her. Das heißt, was werden wir machen? Rot kommt zu New Black, New Middle Value wird mit Grün verbunden und Blau wird New White. Nachdem wir das gemacht haben, sollte das Ganze, naja, nicht großartig anders aussehen, aber ich zeige euch gleich, was das Ganze macht. Als nächstes wollen wir, also erstmal könnten wir jetzt natürlich das hier schon verbinden und würden schon ein Ergebnis sehen, denn, sorry, das würde unterschiedlich aussehen. Schauen wir mal, gehen hier auf Volumetric, richtig, haben wir die Settings. Ich sag jetzt mal, dass die Fogheit ein bisschen weiter nach unten gehen soll, sagen wir mal so. Die Intensity tun wir jetzt auf ca. 0,5 oder eben 48% hier stellen. Und jetzt können wir hier das einstellen. Und ihr erinnert euch, dass wir gerade eben Rot, Grün und Blau hatten. Seht ihr, was hier passiert? Das Problem ist, und wir sehen jetzt hier auch eine leichte Bewegung drin. Seht ihr das? Und das ist gut. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Wir können das feinjustieren, wie wir wollen. Ja, also ich könnte jetzt auch hier zum Beispiel die dunklen Werte eben relativ hoch einstellen. So hier die mittleren Werte. Könnt ihr einstellen, wie ihr wollt. Am Ende haben wir jedoch einen wunderbaren Nebel, der sich leicht bewegt. Ich werde das jetzt hier nochmal ein bisschen schärfen und die dunkleren Töne anders einstellen. Finde ich schon mal sehr cool. Aber die Farbe ist, oder die Frage ist, nicht die Farbe ist, wie können wir jetzt hier Farbe hinzufügen? So rum. Naja, dafür markieren wir hier alles, ziehen das ein bisschen zur Seite und brauchen jetzt hier diese zwei Farbwerte. Letztendlich seht ihr, dass wir hier gerade eine Schwarz-Weiß-Textur haben. Das heißt, auch wenn ich jetzt hier sage Start Previewing Node, haben wir hier, okay, jetzt haben wir hier gerade nur Weiß, das liegt aber hier dran. Ich sag mal, hier haben wir hier eine Schwarz-Weiß-Textur. Da hier eine Schwarz-Weiß-Textur rauskommen wird, im besten Fall, wenn wir hier das bei den Settings auch entsprechend justiert haben, haben wir eine Maske. Ihr wisst ja, Schwarz-Weiß-Texturen sind ja auch gleich einer Maske. Für E-Masse, für Metallic Roughness und so, aber auch für die Opacity oder auch für Lerp, also die Linear Interpolation. Wir werden also hier Resize rausziehen und sagen Lerp, Linear Interpolate. Jetzt, wenn wir die Alt-Taste gedrückt halten und auf A drauf drücken, und nachdem wir das gemacht haben, werden wir unsere Schwarz-Weiß-Textur, die Maske, logischerweise mit Alpha connecten. Nachdem wir das gemacht haben, werden wir jetzt hier Lerp mit Albedo connecten. Und jetzt machen wir es uns richtig, richtig, richtig leicht. Als nächstes werden wir Farbe 2 mit B und Farbe 1 mit, naja, A verbinden. Und sind fertig. Das hier ist unser wunderbares Material. So schnell kann es gehen. Wir klicken auf Speichern, werden das Ganze jetzt kolorieren und am Ende von dem Tag haben wir heute hoffentlich coolen Nebel erzeugt. So, ich gehe also zurück auf mein Material. Wir aktivieren alle Farben. So sieht es aktuell aus. Ist jetzt nichts so Besonderes, aber ich werde es nochmal kurz einstellen. Farbe 1 nehme ich immer noch rot, bei Farbe 2 nehme ich jetzt mal gelb. Wir haben jetzt hier schon einen leichten Orangeton. Kann auch einfach sein, dass die Farben relativ ungünstig waren. Bei Intensity werde ich jetzt mal hier kurz... Aha, hier haben wir es. Also, es bewegt sich doch noch, nur die Einstellungen waren extrem schlecht gewählt. So, aha, B setze ich jetzt auf 0. So, ich tue es jetzt ein bisschen nochmal hochsetzen. So circa. Und wenn wir jetzt hier drinnen sind, ist das natürlich relativ schlecht sichtbar, aber hier, jetzt können wir es ganz gut sehen. Also, im Grunde genommen hat es funktioniert. Ich finde, das hier ist ein sehr schöner Ton. Wir können natürlich hier noch einige andere Dinge fein justieren. Hier den Gelbwert ein bisschen einstellen. Ja, machen wir das mal so. Und jetzt könnten wir hier auch theoretischerweise die Farbe nochmal ändern. Das will ich euch ja nicht vorenthalten. Das sieht auch sehr schön aus. Sowas leichtes Blaues oder vielleicht auch wirklich mit Rot. Also eine Aurora. Ja, eine schöne Aurora. Jetzt werdet ihr da mittendrin, werdet aber nicht geschmort. Werdet nicht geschmort. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, hinterlasst gerne ein Like. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr Probleme habt oder so, meldet euch einfach in den Kommentaren. Das hier ist jetzt ein erweitertes Nebel- oder Fog-Material. Fog! Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!
Thank you.